Königin Marina hat all ihre Untertanen zum Versammlungsplatz gerufen. Dort findet gleich eine wichtige Ansprache statt. Ich bitte euch innig, geht auch dorthin und hört euch an, was sie zu sagen hat. Es haben sich schon alle versammelt, um den Worten der Königin zu lauschen. Ihr dürft hier nicht verweilen, ihr müsst euch beeilen. Da unten. Dann mal schnell. How curious you are, my friend. I showed you fearful sights, and yet those wide and watery eyes still gleam with limpid light. It seems that grief and tragedy have followed you since birth. Cruel fate's dark plan has stalked you to the corners of the earth. And yet you've weathered every blow, prevailed against all strife. You've brushed with death a thousand times, yet still you have your life. It is the will of Yggdrasil that you are still alive. It is your fate to save this world. For this, you must survive. Bright luminary, let the light shine on the world again. Find the fading sparks of hope and kindle them to flame. You'll find the sparks I speak of here and there throughout the land. They are the former members of your staunch and stalwart band. Die leben alle noch. The fire within their hearts will light the path that you must tread. Find your friends and bring an end to this dark age of dread. While the Luminary lives, there's hope for people still. You cannot fail. You must prevail. It is the World Tree's will. Beware! The barrier shakes and breaks! Ach du meine Güte. The Lord of Shadows' followers give fond farewells short shrift. I had so much to tell you, but it seems I must be swift. Do not lose heart. Do not look back until your time is through. Remember, you're the Luminary. We believe in you. Citizens of Nordether, give your lives to the Lord of Shadows. Danke für alles. Wirklich danke für alles, Königin. Hier ist eine Angelschnur. Wenn mir große saftige Garnele baumelt im Wasser hineinbeißen, yo. Sie sagte doch, wir würden schon bald erfahren, wie es ist, geangelt zu werden. Oh, Blue John's hooked himself a big one. Could it be the legendary man-eating mackerel? Let's reel him in and find out!
Yes! I caught something! I actually caught something! Blue John's gonna eat tonight! Maybe there is some good in this forsaken world after all. Unsere richtige Gestalt. Who the heck are you? And what were you doing on the end of my hook? I don't care how hungry you are, you don't go pinching the bait off another man's line. Hey, now. Don't cry, sonny. Look, I don't know what's got you sniffling, but it must be something serious. So listen, Blue John's gonna help you out. We fisher folk have gotta look after each other, ain't we? Ich bin zwar keiner, aber jo. You can stay the night in my hut. There's none too many safe places left in this rotten world. But it'll do you for a day or two. When you're ready, you can head over to the last bastion. They'll see you, right? The fella running the place is a bony Fido hero. Hendrik. Right, now that's decided. Let's head for shore. Hold on tight, lad. Things are about to get choppy. Na, Hendrik, was soll er auch sonst machen? Ich meine, er hat auch alles verloren. Sein Freund, sein König. Das Königreich, an das er geglaubt hat, dem er treu ergeben war. Dafür, dass du dir Königin Marinas weise Worte zu Herzen nimmst und aus ihrem Reich unter den Wellen aufgebrochen bist, um neue Flammen der Hoffnung zu entfachen. Yay, Goldmünzen, 13 Stück. Unglaublich. Irgendwer kämpft da vorne. Die kämpfen irgendwie so ein bisschen gegeneinander. Umland von Heliodor. Oh, hier sind wir. Beginne dein Abenteuer von Neuem und bringe der Welt von Erdria das Licht zurück. Oh Gott, das ist echt krass. Hm? Ah, ahoy there, Sonny. So you finally roused yourself from your slumbers, eh? Blue John and say good morning. But there ain't no morning to speak of these days. You hadn't noticed? Why, we've seen nothing but dark skies since the day of the disaster. Just look at the state of it. There was an almighty booming and rumbling, and then great gouts of blackness started billowing up from the castle over in Heliodor. Since then, nothing's been right. That was the last time any of us saw the sun. That ain't good. We better hide, and fast. That was a close one. Them monsters started pouring out of Heliodor Castle about the same time as the blackness. The rotters seem to think they own the place. They've never come so near before, though. They'll be looking for food, I'll warrant. And there Blue John was, thinking he'd found himself a safe spot. Listen, seems the victuals round these parts are set to get mighty scarce. I hate to send you packing, Sonny, but I reckon you'd best be on your way. You'll be safer over at the last bastion, anyhow. Go on and get yourself over there before the monsters spot you. That hero feller'll look after you, I'm sure. He's a good 'un, that one. A spark of hope.
in these dark old times. Steer a course due west until you hit Cobblestone Falls. The last bastion lies just beyond. Ich meine, das Gute ist ja, dass Henrik jetzt mittlerweile wissen dürfte, dass wir nicht der Böse hier sind. Das ist viel, viel wert für uns. Seit der Weltenbaum vom Himmel fiel, sind wir vom Regen in die Traufe gekommen. Die Monster hier sind zum Beispiel deutlich bösartiger geworden. Gerade eben stand ich noch so herum und dachte an nichts Böses, als plötzlich dieser verrückt reinblickende Schleim aufgetaucht ist. Ich bin sofort weggerannt und dann hier gelandet. Falls ihr irgendwelche Viecher mit feuerroten Augen seht, nehmt ihr am besten auch die Beine in die Hand. Die hauen um einiges härter zu als früher, aber nun zum Geschäft. Ist das so? Zombie-Spalter. Den Zombie-Spalter haben wir doch, glaube ich, gekriegt. Wir sollten vielleicht erstmal gucken, dass wir unsere Ausrüstung jetzt mal... Wobei der Zombie-Spalter ist zwar besser, aber damit können wir zweimal zuschlagen mit der Falkenklinge. Kritische Treffer mit Schwertern. Falkenhieb. Beidhändige Begabung. Ich verliere zwar mein Schild. Aber das sieht doch mal ganz tüfte aus hier. Mit roten Augen, da sollten wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Ja, wie gesagt, Henrik ist gerade unser einziger Anhaltspunkt, unsere einzige Hoffnung. Kommen wir gegen die an? Sabberkrabben. Die dürften recht schwach sein. Die kennen wir schon. Wow. Ist blöd, wenn man völlig alleine ist. Okay, easy. 63 Erfahrungspunkte, ist das ein Scherz? Für das Ansammeln von insgesamt mindestens 100.000 Goldmünzen. Und die sind stärker als früher? Kalamari-Knirpse der Schatten. Ja, naja. Easy. Aber immerhin auch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Bösartiges Geschleimse hier. Gruppe Schleime der Schatten. Wow. Aber auch nicht besonders viel Punkte in irgendeiner Art und Weise. Grausame Gerippe. Der Zombie-Spalte müsste mehr Schaden gegen die machen. Ich erinnere mich gerade sehr an Eric. Oh Gott. Wir haben zwar die Luminary-Fähigkeiten verloren, aber das hier ist nicht so viel schlechter. Draco der Schatten. Das ist echt Wahnsinn. 444 Erfahrungspunkte, okay. Da wollen wir nicht hin. Oh. Ich weiß halt auch ehrlich gesagt nicht, ob ich gegen den ankomme. Vielleicht sollte ich speichern und das herausfinden. Hoffnung ist weg.
Zumindest größtenteils, aber wir leben noch. Und solange wir noch leben, kann man irgendwas noch deichseln. Okay, aber das Spiel ist wirklich gigantisch groß. Also wenn wir jetzt nochmal überall auf der Welt irgendwelche Probleme und gegen irgendwelche Viecher kämpfen müssen, dann ist das wahnsinnig viel. Skelettdrache. Wie wär's denn mal mit dem Drachenhieb? Falkenhieb. Eindrucksvoll. Wasserfall bei Kiesling. Oh, das ist ja hier ganz in der Nähe. Wahrscheinlich hat sich jetzt auch der Dungeon verändert hier. Königstempel. Könnte ich mir auch vorstellen. Soll das hier sein? Hendrik? Reise die Smarkus hoch bis in das Gebiet südlich von Heliodor und suche die letzte Bastion. Was für ein passender Name. Dann gehen wir mal hier hoch. Ich hoffe, das ist auch irgendwie der richtige Weg. Ja, wir haben ja jetzt drei Monster nicht besiegt, aber das können wir ja auch noch nachholen. Umland von Heliodor. Die letzte Bastion, da unten. Wir sind in der Nähe. Euch ignoriere ich jetzt mal geflissentlich. Ein Soldat. Ich an eurer Stelle würde umkehren. Das ist kein Ort für einsame Spaziergänge. Geht Richtung Süden zur letzten Bastion. Dort ist es sicherer. Das versuche ich. Oh, der hat einen neuen Schädel. Guck mal. Ich bin gespannt, wie Hendrik reagieren mag, wenn er uns sieht. Finsterzweig. Oh, Bella. Dann ist Sandra auch hier. Und unsere Mutter vielleicht. Wie passend, dass Kiesling zur letzten Bastion geworden ist. Von hier aus werden wir die Welt zurückerobern. Es wird ein langer Kampf. Aber wir werden es schaffen. Denn wir haben unsere Freunde. Und wir werden diese Feuer entfachen. Oh. Sandy, there you are. And where did you run off to, might I ask? Such awful things. Oh, Sandy, you're right, of course. This is the best news I could have hoped for, and here I am, blubbering like a baby.
Welcome home. It's not quite the cobblestone we grew up in, is it? No, we've been through a lot. After you left, this terrible man named Jasper came. I'll never forget his eyes. They were so cold. He rounded us all up in the center of the village, and then he ordered his men to kill us. But we were lucky. Not everyone is as cruel as Jasper. No, another soldier came and told him to stop. He said there was no need to take our lives. Hendrik. But that didn't stop them burning the village to the ground and locking us all up in the castle. Still, that one good man made sure we came to no harm. Sorry, Sandy, you're right. He's just got home after a long journey. He doesn't want to hear me blathering on. Come on. Let's go and see the one person who'll be even happier to see you than me. So sehr freut sich Hendrik. Really? Die letzte Bastion. Folge Sandra. Früher stand hier eine Kirche, doch sie wurde zerstört. Aber keine Sorge, wir haben im Hauptbereich der letzten Bastion eine Kirche gebaut. Es ist dieser Tage ohnehin zu gefährlich, die Glocken zum Morgengebet zu läuten. Fehlen tut es mir allerdings trotzdem. Unsere Mutter muss ja auch noch irgendwo sein. Da vorne ist außerdem ein Weg, den wir jetzt öffnen können. Ja, unsere Mutter wird noch irgendwo sein. Ja, da vorne. Come on, girls, put your backs into it. The boys are out there doing the fighting, so it's up to us to keep the home fires burning. Sorry to interrupt, Amber, but I've got big news. Hello, Gemma, love. What's got you so excited, hmm? Well, you're not gonna believe this, but there's someone very special here to see you. My little soldier. I just can't believe it's you. After all the awful things that happened, I was sure you... Sure you were... Oh. When the disaster struck, so many people lost their lives. The sun vanished, and those terrible monsters appeared all over the place. Even those of us who were lucky enough to survive were so drained and desperate that we almost lost the will to live. And then the hero appeared just when we needed him. He did all he could to help people, no matter who they were or where they were from. He fought off the monsters and brought everyone here to safety. Without him, I dread to think what would have become of us. And now, thanks to him, the place you once knew as Cobblestone has become the last bastion, humanity's safe haven in a world beset by darkness. Also wir verdanken Hendrik wirklich viel, wenn das stimmt. Would you believe we've even got the King of Heliodor camped out here? Wow, aber dann der echte. Look, I know he was the one who ordered the village to be burned, but I'm sure he had his reasons. Things aren't always as they seem, love. He may be the last person you want to see, but you should go and talk things through with the king. Your grandfather would have wanted you to at least try. Just pop your head round the door of his tent, will you, love? For me. It's the one in the middle of the camp with the two flags.
and be polite. Wir werden es probieren. Ich weiß nicht genau, was zwischen dir und dem König vorgefallen ist, aber es ist Zeit, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Du solltest dir wirklich anhören, was er zu sagen hat. Du findest den König in einem großen Zelt, vor dem zwei Flaggen wehen. Es ist nicht zu verfehlen, dass du dich aber nur benimmst. Für Streitereien ist jetzt die falsche Zeit. Das stimmt. Wir müssen auf jeden Fall zusammenhalten. Du bist sicher müde, Waldes. Hinten in diesem Zelt steht ein bequemes Bett, falls du dich hinlegen möchtest. Weil wir dort alle schlafen, herrscht ein ziemliches Durcheinander. Damit wirst du leider leben müssen. Früher oder später schläfst du aber ganz sicher ein. Oh, wir werden uns hier noch gut umsehen müssen. Aber das machen wir... Schmuddeliger Verband. Nachdem wir mit dem König und mit Henrik geredet haben. Hier ist das königliche Zelt. Seid gegrüßt, werter Herr Lichtbringer. Seine Majestät erwartet euch drin. Er ist noch nicht lange wach, brennt aber schon darauf, mit euch zu sprechen. So. You are alive and well, I see. You have nothing to fear. I have regained my senses at last. The living nightmare that began for me on the day of your birth has ended. Though in truth, I remember little of what I did. I have inflicted so much pain on so many. On you. I do not ask for forgiveness. I do not deserve it. All I ask is that I be allowed to atone, to pay for my crimes by protecting those who remain. Tell me, do you recall what happened on that fateful day, the events that came to pass beneath Yggdrasil's branches? I see. I recall nothing. All I know is that whomever or whatever had me in its grasp for all those years left me there. And when at long last I returned to my senses, I was here. There is something else I must ask you. Tell me, do you know if my daughter is alive? I see. Henrik. Your Majesty. Who is her? The hero has returned. He brings more survivors seeking sanctuary. Come. You must meet he to whom we owe our survival. Though you may not wish to at first. Es kann ja nur Henrik sein. Dieser Junge. Luminary lives. Welcome back, Henrik. Well, what news?
The forces of darkness amass at the gates of Heliodor. They will strike, and soon. Sire, the people must be removed to safety. Men! All the signs are that our enemy will strike tonight. To arms! They shall not find us unprepared! As you see, he is as eloquent as ever. But you must forgive him. He has fought harder than any of us. He has sacrificed more than anyone. Which is why his burden must be lightened. It is time that your differences were set aside, Luminary. Mankind needs you. Hendrik needs you. Will you stand beside him? Ah, sowas von. Good. If we are able to withstand the assault tonight, we may yet survive. Join the troops outside the fortress when you are ready. Ja, und ich glaube, deutlicher könnte man nicht sagen, dass wahrscheinlich Hendrik das achte Gruppenmitglied ist. Das habe ich die ganze Zeit irgendwie so im Verborgenen gedacht. Denn wenn man mal überlegt, wir haben in unserer Gruppe viele Waffenarten doppelt besetzt gehabt. Wie zum Beispiel Schwerter, Messer, Peitschen, Klauen glaube ich auch und so weiter und so fort. Nur eine Art nicht, und zwar Beehänder. Das konnte nur unser Hauptheld. Dazu kommt, dass wir eine Waffengattung hatten, die niemand beherrscht, nämlich Äxte. Und das bedeutet, dass noch ein Charakter dazukommen muss, der Äxte und Beehänder tragen kann. Und, wenn man sich mal unsere Charaktere anguckt, haben wir eigentlich keinen Tank in unserer Gruppe. Keinen schweren Krieger mit sehr viel Leben und sehr viel Abwehr. Ja, und auf wen könnte das alles zutreffen? Auf Hendrik. Nur auf Hendrik. Und deswegen freue ich mich unglaublich, weil ich den Charakter einfach mega cool finde, dass Hendrik wahrscheinlich das achte Gruppenmitglied wird. Es könnte kaum spannender werden. Ich bin echt weggeblasen von diesen letzten 2 Stunden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Dragon Quest 11. Ich glaube, ich habe es euch auch schwer gemacht, nicht einzuschalten. Und wir werden sehen, was hier noch alles passiert. Geben wir die Hoffnung nicht auf. I want you for an adventure.